So. Hallo Freunde, weiter geht's gegen CC Petrosian. Okay. 2048, alles klar. So, Französisch. Gehen wir mal mit der Vorstoßvariante. Ah, Springer E7, okay. Ja, das hatte ich doch letztens schon mal, ne? So. Das hatte ich mir doch mal irgendwie angeguckt. Die Idee war doch hier irgendwie A4 zu spielen. Ja. Ich glaube, hier war die Idee A4 zu spielen. Um A5 zu haben. Das war, glaube ich, der Plan. Aber ich finde das super, dass so Systeme mit diesem B7, B6. Die werden immer populärer. Finde ich total super. Ich spiele ja selber mit Schwarz. Ne? Okay. Der. So, jetzt muss man halt abwägen. Nehme ich auf A6 oder nicht? Auf Läufer A6, Springer A6, steht der Springer da vielleicht nicht so gut, aber er ist entwickelt. Ne? Oder ich spiele sofort A5, er nimmt hier, ich nehme im König. Die Rochade zu verlieren ist, naja, noch nicht ganz so dramatisch, würde ich mal sagen. Ich könnte mir sogar noch Läufer D3 vorstellen. Die Idee ist, wenn er hier nimmt, dann nehme ich mit dem C-Bauern. So. Dann habe ich nämlich, wenn er irgendwann C5 spielt und hier schlägt, ja, ja, immer noch den nächsten Bauern im Zweifelsfall irgendwie. Ja, aber wenn ich jetzt A5 spiele, er tauscht, ich schlage und dann spielt der Springer C, ups, Springer C6, greift den Bauern an und auf das Schlagen kann er dann C mal B spielen. Das ist, glaube ich, der Indianertrick, ne? Dass die C-Linie dann aufgeht für ihn und er schon vielleicht hier ein Freibauern bilden kann, respektive mit dem Springer hier natürlich. Dann hat er sofort schnelles Spiel. Aber ist das schlimm? Wenn ich jetzt erst rausnehme und dann A5 spiele, hat er zumindest keinen Springer C6. Aber ich entwickle ihn. Andererseits auf A6 wird der Springer auch nicht ewig stehen. Der wird wahrscheinlich noch mal irgendwie zurück müssen. Ja, ich schlage den. Und spiele A5. Okay, wollen wir mal gucken. Mal gucken, ob man auf den A6 mal irgendwann irgendwie ein Tempo gewinnt. Nicht nach D3, weil der dann nach B4 wieder seinerseits ein Tempo zurückbekommt. Dame E2. Springer B4. Dame B5 Schach. Muss er. Oh, könnten unangenehme Festungen auftreten. Okay, der. So, dieses Schlagen hier, das könnt ihr analog zu diesen Nimzowitsch-Varianten, finde ich jetzt nicht so weltdramatisch schlimm. Ja, einfach Rochade, Turm E1 spielen, den E5 decken.
Andererseits kommt der Springer natürlich dann hier auch irgendwie ins Spiel. Vielleicht kann ich jetzt hier Dame E2 erstmal einschieben. Wahrscheinlich muss der Springer dann nach C7 oder nach, ja, nee, nach B8 geht nicht. Dann nehme ich hier raus. Dann muss er mit der Dame schlagen. Dann habe ich Springer C3, Springer E4, B5. Ah, das sieht nicht richtig aus. So, wo ist denn auch Dame E2, C4? Das sieht komisch aus, hätte aber die Idee, dann vielleicht hier als abzuschließen. Dann können die Springer A3 spielen. Kommt Springer C7, um das wieder vorzubereiten. Dann spiele ich C3, B5 und dann Springer C2. Dann habe ich den hier erstmal verhindert. Und der Springer von C2 kann hier über E3 schön mitwirken am Damenflügel, am Königsflügel. Ja. Komm, wir probieren es. So, ihr seht, meine Entscheidungsfreudigkeit lässt schon wieder nach, obwohl hier noch nicht wirklich Entscheidendes passiert ist. Ja, man muss einfach, ja. Ich denke mal, wir haben ja so einen groben Grundeindruck, worum es geht in der Stellung. Hoffe ich zumindest so andersweise. Die konkreten praktischen Probleme und wie auch immer. Die werden sicherlich gleich erst kommen. Deswegen, ich muss schneller werden. Wenn der Springer jetzt hier zurückzieht, könnte ich trotzdem Springer A3 spielen. Die Idee ist trotzdem, Springer B5 zu spielen auch. Um B5 zu verhindern. Wenn er tauscht, kann ich halt schlagen. Und kann er damit D7 nicht spielen, wegen rausnehmen und A mal B. Ja, ansonsten droht der Springer dahin zu gehen, ne? Und auf solche Geschichten. Ah, guck mal, da kommt er um die Ecke, ich habe doch geahnt. Gehen wir mit dem. Ich glaube, wenn der Springer hier steht und der Bauer steht hier, dann und mein Springer steht hier, dann ist es vielleicht nicht ganz so einfach für ihn B5, B4 durchzudrücken. Zusätzlich könnte ich auch mal überlegen, ob ich nicht irgendwann B3 spiele, dass mein Läufer vielleicht über A3 rausgeht, weil mein Läufer ist ja potenziell auch kein guter Läufer, um es mal vorsichtig zu formulieren. Andererseits, vielleicht will ich gar nicht den Damenflügel öffnen, vielleicht will ich hier am Königsflügel spielen. Ah, er nimmt den raus. Okay, ja, warum nicht? Oh, jetzt könnte B3 aber wieder eine Alternative werden, oder? Weil der A6 hier hängt. Auf Turm C8 Geschichten nehme ich den, nehme ich den, nehme ich den. Dann kriegt er das Feld D5, ja. Nehmen wir an, also der Bauer A5, ja, dann habe ich ihn halt weniger, ja. Das spielt keine Rolle. Auf Dauer, irgendwann, irgendwie wird das schon irgendwas werden. Hier auf der A-Linie werde ich schon irgendwie Druck machen. Ich könnte hier einfach C3 spielen, den Springer hier rüber bringen, das Feld kontrollieren. Der Springer kommt hier nicht hin. Ja, und den Springer dann, also ich habe den B2 gelegt, sodass dass der Läufer zwar nicht entwickelt ist, aber immerhin B2 deckt, die B-Linie kontrolliert. Meine Schwäche hier deckt in dem Sinne. Und dann kann ich mich hier auf den Königsflügel konzentrieren, vielleicht.
glaube, C3 war aber schon noch gut, um den hier zu verhindern, ne? So, und jetzt ist die Idee, genau, der, okay. Aber jetzt könnte ich überlegen, Springer C2, Springer E3. Wenn ich den spiele, kommt der, man kann den tauschen. Will ich denn das? Weiß man nicht. Wenn ich jetzt den spiele. Dann mal H5 Geschichten. G6 provozieren. Auch schon eine Möglichkeit, ne? Oder ich fange hier mit H4 an. Dann muss H5. Ah, komm, wir machen erstmal ein paar schneller jetzt, um ein bisschen Zeit auf die Uhr zu kriegen. Stellung ist geschlossen. Das heißt, ja, jedes Tempo ist vielleicht nicht super, super wichtig, aber ich sehe vor allem nicht, ich glaube nicht, dass er am Damenflügel irgendwie ein großes Spiel hat. Sehe ich nicht. Vielleicht vertue ich mich, das mag sein, aber ich sehe es halt im Augenblick nicht. Was ist das denn für ein Zug? Dann gehen wir hier hin. Jetzt ist Springer F5, glaube ich, auch nicht mehr wirklich eine Idee, oder? Ja, unwahrscheinlich. Okay, den Springer stellt er nach C6, damit der den deckt. Ja, Glückwunsch, ja, aber. So. Jetzt Springer G5 und dann F4, F5. Ja? Ich mache meinen Läufer C1 damit noch schlechter. Das könnte passieren. Den Springer hierhin noch E1 zu stellen. Aber so rein. Springer G5, Springer F5, dann kann ich den nehmen und auf Springer G4 Geschichten. Boah, sieht auch falsch aus, weil ich irgendwann mit H4 und so komme. Andererseits muss ich einmal kurz aufpassen, dass der Springer hier nicht auftaucht, gell? Vielleicht spiele ich jetzt selber erstmal H4. Damit ich auch Springer G6, G3, immer wieder H4, H5 und dann solche Ideen habe. Ja, der passt auch in die Stellung allgemein. Okay. So, jetzt kriegt er mich da erstmal nicht so ganz so schnell vertrieben. Wegen der E6-Schwäche. Schätze ich. Grundsätzlich ist mein Plan G3, Springer G2. Und dann entweder mal gucken, ob ich den Läufer irgendwie umgruppiere oder den Springer umgruppiere, dass ich vielleicht den H5 angreife, G6 erzwinge. Okay, er hat andere Pläne. Oh, der ist aber. Jetzt könnte es spannend werden. Klar, er will hier rein, das ist natürlich offensichtlich. Also, ich spiele sowieso G3. Und auf Läufer E7 habe ich dann wirklich F4, aber dann kann er F5 nicht mehr verhindern. Gefühlt. Okay, ja. Wenn ich jetzt zu dem und dem, dann habe ich eine gewisse Dynamik hier drin, ne?
Ich kriege den Springer G6 vielleicht nicht vertrieben. Aber er kann auch nicht rochieren, weil der H5 immer hängt. Wenn er jetzt hier schlägt, kann ich auch mit dem F-Bauern schlagen, die F-Linie aufmachen. Oh, macht er wirklich. Okay. Oder mit dem H-Bauern schlagen. Dann kommt aber H4, löst er das auf. Ja, das will ich jetzt noch nicht. Ist mir noch zu früh. Spiele ich erstmal den. Mein Läufer ist natürlich jetzt auch tatsächlich nicht der allerbeste. Habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Okay, er spielt den. Oh. Dann spielen wir erstmal den Angriff auf die F. Das haben wir ja hier gut abgedeckt. Turm F8, Dame H5. Das hilft mir schon mal weiter, weil ich dann irgendwann mal G4 habe, den Springer von F5 wieder vertreiben kann. Und dann komme ich auch zu G6-Geschichten. Dann wird der hier irgendwann aktiv werden. Oh, ich glaube, der war zu schnell gespielt. Also dieser Mehrbauer, ob der jetzt mehr oder weniger ist, ich glaube, da fällt in China Sack Reis um. Das ist völlig uninteressant. Wenn er den nutzen will, müsste er ja mit Turm B3 und den, aber dann kommt er nicht zu, weil ich ja Turm A4 hier habe. Also ich glaube, der ist unwichtig. Das Spiel ist hier am Königsflügel oder im Zentrum und da hätte er sich jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen sollen. Er geht dahin, gibt den Bauern. Den muss ich natürlich nehmen. Das hilft nichts. So, jetzt die Frage, wollen wir die Dame tauschen? Präferierte Antwort wäre eher nein. Aber wohin? Seine Dame könnte ja hier reinkommen. Ist das schlimm? Ich krieg sie vor allem nicht vertrieben da, ja? Wenn ich. Naja, vielleicht spielt Dame F3. Dame hierhin, dann König und dann Turm H1. Da muss die Dame schon mal weg. Aber er kann natürlich auch hier schön den Springer manövrieren, blockieren. Ja, verteidigen macht keinen Sinn. Ich glaube, ich nehme die Damen, den Damentausch und den Bauern mit. Das sollte ausreichend sein, ja. Ohne Dame ist zwar kein Königsangriff mehr, aber zwei Bauern bei. Sehr einfacher, guter Stellung sollte ja zumindest keine größere Gefahren darstellen. Und jetzt die Zeitnot, da kann man natürlich auch noch spielen. Ich glaube, das. So, die Frage ist, spiele ich gleich Turm A2 zum Beispiel, damit ich den Läufer mal entwickeln kann. Oh, aber dann. Ja. So, jetzt kommt er mit seinem König hier nicht hin. Dahin, aber dann. Also ich mache erstmal Springer F5 rausnehmen, den G3 hier schon mal überdecken. Spiele ich jetzt König H3 und G4, damit mein König noch aktiver wird gleich. Und dann habe ich hier zwei verbundene Freibauern. Sollte auch gut sein. Dann bin ich auch aus der zweiten Reihe raus, falls hier mal mit Schach fällt oder so. Oder respektive dann eben nicht mehr. Da kriegt mein Turm auch nicht angegriffen, ne? Das ist natürlich ein Vorteil. Das ist mein mittelfristig, kurzfristiger Plan. Den König auf G4 spiele
Beispiel ich H5, H6, H7, G6, Quallenopfer, G7 durch. Okay. Das wäre zu einfach. Er ist ja auch noch mal dran. Vor allem, aber nach König H3 decke ich auch den H4 immer, ja? Falls ich irgendwann mal G4 spiele, dass der nicht hängt. Okay. Fährt den Bauern von der siebten Reihe, aber viel gebracht hat er jetzt auch nicht, glaube ich. Ja, der Nachteil ist natürlich, dass ich dann, wenn der Turm hier so geht, dass ich dann nicht mehr Läufer F4 habe, gell? Andererseits ist das wichtig, weil der A5 ja auch fällt, sobald der Bauer zieht, ne? Dann fällt der hier mit Schach und halbes Matt und so. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. Er geht dahin. So, will er sich jetzt hier irgendwas opfern oder so für zwei Bauern, für die irgendwas? Aber ich hole mir hier die zwei Freibauern. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Mein Vorteil ist, ich habe zwar wenig Zeit, aber naja, eine verhältnismäßig einfach zu spielende Stellung, ne? Weil ich einen klaren Plan habe hier mit den Bauern. So, schlägt König H4, Turm G nach H8 und dann hängt er mit Schach und so weiter. Alles nicht so das angedachte Primärziel. Gehen wir erstmal dahin. Können wir hier im Zweifelsfall die F-Linie verstopfen? Ist das Abdrängen des Königs jetzt sinnvoll oder nützlich für mich? Ich könnte den Bauern mitnehmen. Brauche ich den Bauern? Da steht der Turm auf D5 ein bisschen komisch. Ich mache erstmal den. Ich brauche ihn ja noch nicht schlagen. Vielleicht spiele ich auch einfach mal Turm B1, damit der Läufer raus kann. Und dann habe ich hier vielleicht mit E6 und dass der hier wirkt und so. Mal gucken. Und wenn der dann vorzieht mit der Idee A3, dann spiele ich wieder Turm A1. Upsala, Turm A1. Um A3 zu verhindern, ne? Vielleicht kann ich jetzt aber auch einfach rausnehmen. Turm H5, König G4, Turm H6. Einer der Türme muss schlagen. Ich schlage zurück mit G mal H. Der ist zuverlässig gedeckt. Er muss mit dem H5-Turm schlagen. Ne? G schlägt H. Und dann kann ich auf Turm G8, kann ich dann Läufer G5 spielen. Dann habe ich zwar den Doppelbauern, aber ich habe das Umwandlungsfeld. Ne? Okay, was will er mir jetzt damit sagen? G mal H, Turm H5, König G4, Turm H8, Turm H6. Ja, hatten wir jetzt gerade festgestellt, könnte interessant sein. Ach na.
Ach, 10 Sekunden Aufschlag ist super, ne? Macht echt Spaß. So, jetzt könnte ich noch einmal das Schach einschieben, damit der König nach C7 muss. Weil ich sonst nehme ich den und ich komme ja über F5 problemlos raus. Und dann spiele ich Turm A6, dass der König ein Feld weiter weg. Das könnte mir später ein Tempo gewinnen. Jetzt gehen wir dahin. Jetzt wird er mit dem H5-Turm schlagen müssen, damit der nicht eingesperrt ist. Kann ich den schlagen? Läufer G5, Turm F1. Läufer G5, Läufer F6, H7, H8. So als grober Grundplan. Unterstützt vom König. Sollte auch nicht viel schief gehen können. Schauen wir mal. Ja, spannend. Da gehen wir mal in die Analyse. Analyseszene einmal angucken. Analyse steht. Okay, dann gucken wir uns erstmal selber an. Dieses B7, B6, ja, finde ich super. Spiele ich ja selber. Ich spiele halt hier an der Stelle schon B6. Aber ich habe da ja letztens auch mal eine Partie mit verloren, ja, gegen dieses Springer E7 und dann B6. Okay, dieses A4 ist immer eine Idee, A5 zu provozieren, um dann den Springer nach A3 zu stellen und die Schwäche des Feldes B5 zu nutzen. Jetzt kann er den nicht spielen wegen Matt oder respektive, ne, Übels. Und wenn er jetzt erst den Springer wegzieht, kann ich dann im Zweifelsfalle auch noch erst G4 und sowas spielen. Auf jeden Fall vermeide ich auch den Tausch dieser Läufer vor allem erstmal. So, das ist so eine der die Ideen, die ich noch im Hinterkopf hatte. Und wenn er hier C5 spielt, dann ja, drohe ich hier zu schlagen, weil der Turm hängt. Man muss er mit der Dame schlagen und ich glaube, dann ist der A7 eher eine Schwäche als alles andere. Natürlich jetzt noch nicht entscheidend oder so, ne? Aber vielleicht kann ich jetzt sogar hier nehmen. Hier noch ein Tempo irgendwie mitnehmen gleich. Ja, wird der kommen? Habe ich den? Ja, die Idee ist halt immer grundsätzlich, ich halte den am Brett und versuche den schlecht zu machen, in Anführungsstrichen, ne? Oder mein Raumvorteil. Das sieht auf den ersten Blick gut aus für mich. Okay, wir gucken mal. Läufer A6. Ich habe genommen. A5. Okay, jetzt sehe ich schon leichte Computerbewertungen. Aber das war ja zumindest mein Plan. Und so schlecht kann es jetzt auch nicht sein. C5 nimmt C4. Okay. Ja, jetzt. Was wären Alternativen gewesen? Springer C7. Dann spiele ich Springer A3, um das hier zu verhindern. Puh. Naja, wenn ihr den schlägt, finde ich nicht so sensationell schlimm. Auf Dauer wird der Bauer schon irgendwann weg sein. Vielleicht kann ich jetzt Springer B5 spielen. Um selber hier zu schlagen. Wenn er schlägt, bin ich halt. So, und jetzt kann er Dame D7 nicht spielen, weil der B6 hängt. Also weil der A8 dann ungedeckt ist. Ja, das sieht nicht gut aus. Den. Können die auch einfach den spielen, ne? Mit der Idee C3. Ja, aber ist nicht viel, ist nicht viel. Er hat seinen schlechten Läufer ja immerhin losgeworden, ne?
Vielleicht nicht tauschen. Vielleicht mal einen Entwicklungszug machen. Auf der E7. Dann könnte ich den tauschen und G4 spielen, den springe nach D6 rein. Ja, so ganz sicher bin ich mir nicht, ob ich und wie groß hier mein Vorteil sein könnte, wenn überhaupt. Wahrscheinlich eher eine ausgeglichene Stellung. Aber okay, haben wir halt eine Kampfschachpartie, ist auch okay. C4, Springer A3, B mal A. Ja, das ein Bauer ist ein Bauer, aber ihr habt gesehen, der war sehr statisch. War keine große Gefahr. B5 ging ja nicht wegen dem hier. Okay, C3 ist aber auch nicht so gut. Er will tatsächlich mit B3 spielen. Computer muss ich mal eben kurz vorwegnehmen, weil ich die Variante hier, die computergesteuerte Variante schon sehe. Aber ich gucke mal eben nicht drauf. Ich hatte ja überlegt, was passiert, wenn er den spielt. Ich nehme den. Er kriegt dieses Feld. Jetzt hat er auf jeden Fall, selbst wenn ein Bauer dabei auf der Strecke bleibt, sagen wir, ich krieg den und den irgendwann irgendwie. Na, sagen wir erstmal den A5. Irgendwann irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Kann den verteidigen. Ja, Springer C6. Egal. Nehmen wir an, ich würde den bekommen. Dann hätten wir, hätte ich einen Bauern mehr, aber er hat keine schlechte Figur mehr. Er könnte hier den C-Bauern als Zielscheibe nutzen für Aktivität, für Gegenspiel. Ne? Und so kriege ich den nicht. Und ja, ist auch eine unklare Stellung, finde ich. Wahrscheinlich ist sie leicht besser wegen der Bauernstruktur, aber die ist schwer zu spielen. 7. Obwohl, ich habe ja schon einen Bauern mehr und jetzt, vielleicht ist sie tatsächlich etwas besser. Ich kriege meine Puppen schnell raus, vielleicht auf die CB-Linie. Den. Vielleicht kann ich den A5 wirklich mal gewinnen. Ah, ja, doch, doch, doch. Hier würde ich mir einen kleinen Vorteil geben. Nicht allzu groß, aber schon einen kleinen. Wir gucken nachher. C3. Überführt der Springer. Springer E3. 0. So, und jetzt spiele ich halt hier am Königsflügel. Ne? Und ich sehe nicht, wie er am Damenflügel vorwärts kommt. H5, ja, das schwächt das Feld G5. Aber wenn er den nicht spielt, spiele ich halt selber irgendwie G4 oder Springer H5 und Springer G5 und so. Also ich habe hier Optionen, irgendwie einen Raumvorteil zu kreieren. Ja, vor allem auch selber mit H5 und so. Okay. Den, 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 ja, ich hab's geahnt, der sah sehr, sehr unnatürlich aus. Aber G3 war auch ein Fehler, verdammt. Wieso? Hängt der Bauer nicht? Wieso hängt der Bauer nicht? Das kann ja hier nur in taktischen Operationen. Das ist mir nicht so richtig klar. Gucke ich gleich nochmal drauf. Ich fand G3 einfacher. Ich decke H4, ich decke das Feld F4 ab und decke jetzt und möchte jetzt mit F4, F5 loslegen. So. Wenn ich den spiele, habe ich immer noch gedacht, er kann seine Schwäche jetzt mal auflösen. Also schlagen ist natürlich irgendwie jetzt grundsätzlich überhaupt keine Option. Wenn jetzt nur mit G6 und hierzu kommt, ja, dann bleibe ich womöglich wirklich auf meinem schlechten Läufer hier hängen. Also dachte ich den und die F-Linie, das ist bestimmt in dem Fall deutlich besser. Und Springer E7, ah, Doppelfragezeichen, ne, weil ich den sofort angreife. Ja. Genau, er könnte jetzt noch den König verstecken oder so und sagen, komm, ich gebe was ab. Aber solide erscheint mir das nicht und geplant wird das auch nicht sein. Hier werde ich analog zur Partie halt einen leichten Vorteil haben, da ich dieses Feld habe,
Ja, vielleicht mit dem Springer sogar hier irgendwie noch umgruppieren kann. Hier ein paar Felder im Auge habe. Ja. Der gibt einfach einen Bauern ab. Ja. Ich drohe hier, ja. Und wenn er so spielt, dann ist der hier schon massivst in Gefahr. Jetzt kann man sich echt tausend Sachen überlegen. Ich glaube, hier ist wahrscheinlich schon alles gut für mich. Von G6 angefangen. Ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Dann kommt der Läufer raus. Und der König ist in der Mitte. Ja? Okay. Hier können wir, glaube ich, die Analyse abbrechen, dieser Variante. Und damit die 7. Ja. Da mal ein Brett halten ist grundsätzlich gut, aber ich glaube, hier ist einfach ja den Übergang in dieses sehr, sehr einfache gewonnene Endspiel oder späte Mittelspiel. Das können wir nennen, wie wir wollen. Das sollte. Also ich habe jetzt überhaupt kein Problem gesehen. So, ob Turm F6 jetzt zwingend notwendig ist, ja, aber erstmal die F-Linie, damit der da nicht hin kann. Und dann einen, genau, König wegtreiben. Für Endspiel immer gut und wichtig zu merken. Hier hätte es wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht, ja. Wenn der König sich jetzt hier so annähert. Aber ja, jedes Tempo zählt, ne? Wenn der König halt auf C7 steht. Ja. Läufer G5, Läufer F6. Also König H5, König G6, Läufer F6, H7, H8. Das ist ziemlich schnell. Wenn er mit dem Springer zur Hilfe kommen will, hängen ja hier auch alle Bauern. Ja. Ich fand, das war gar keine so schlechte Partie, Freunde. Jetzt gucken wir uns mal eben die Engine konkret an. Ich habe jetzt auch nicht viel gesehen. Dies Schlange, ja, ist bester Zug, ist okay. Aber A5, nicht bester Zug. Sofort Dame E2 und dann A5. Das sind wieder irgendwelche Feinheiten vom Computer, ne? Aber der will tatsächlich gar nicht A5 so schnell spielen, sehe ich. Okay, aber ich habe das Feld hier. Ich habe diese Ideen. Und vielleicht, jetzt mit dem Springer hier, ist wahrscheinlich C4 vielleicht sogar eine Idee, um alles aufzumachen. Weil der König noch in der Mitte ist. Ja. Interessant. Okay, A5 zu früh. 0, Dame E2, C4. Tatsächlich ein Zug, den man spielen kann. Was hatten wir jetzt gedacht? Wir hatten uns den hier angeguckt. Und hatten festgestellt, also dass der hier nicht gut ist. Aber Computer sagt, doch gut. Ach, ein Computer. Er ist aber auch ein Elend, ne? Den. Er kriegt jetzt den hier als Ausgleich mit der Drohung hier. So. Turm A7. Läufer raus. Ja, dann bleibt tatsächlich nicht viel über, muss ich es zugeben. Eieieiei. Gut, ich gewinne den, hab dann vielleicht, bis ich den Gewinn dauert, ne? Aber falls ich den gewinne, habe ich nur einen Bauern mehr. Und, ah, gut. Freibauern habe ich schon. Ah, okay, ist weniger als ich dachte. C4, der. Genau, hier nochmal gucken auf den. Nee. Wo hat man den B3 überlegt? Ah ja. Den habe ich noch gespielt. Genau, und jetzt B3, ne? Nicht C3. Das war hier die Idee.
Ah, das hatten wir uns mit dem Computer eben gerade schon angeguckt, ne, mit solchen Ideen. Ja, genau. Eben gucken, was dachte der Computer denn zu unserer Variante? Wie steht's? Boah, wow. Plus 2,6 habe ich nicht gedacht. Also ich habe mich ja ein bisschen korrigiert, dass weiß wahrscheinlich doch leicht besser steht. Plus 2 hätte ich nicht erwartet. Aber ich habe einen Born mehr, einen potenziell schwachen. Ich habe ein paar dynamischen Möglichkeiten. Aber die umzusetzen ist natürlich noch schwierig. Aber ja. Dass ich hier besser stehe, hatte ich auch gedacht. Okay, dann war C3 zu langsam. Aber mein Plan, den Springer da zu überführen. Und Schwarz hat hier auch. Er kann hier sofort den spielen. Gut, dann spiele ich auch den. Kommt auf Zugumstellung hinaus. Okay, H5, okay. Springer G5. Ja, tatsächlich eine relativ ausgeglichene Stellung. Damit die 7 macht schon Sinn, ne? Um den Punkt hier nochmal unter Kontrolle zu haben. Und dass ich das hier kriege ich auch nicht durch wegen G6 und dann ist die Stellung schon ziemlich verrammelt. Muss ich ehrlicherweise sagen, ja? Dann ist vielleicht gar nicht mehr so viel drin. Vielleicht ist das eine Idee, jetzt hier G3 zu spielen und den Springer hier nach F4 zu manövrieren, den H5 zu gewinnen, um G6 zu provozieren, damit ich vielleicht hier auf F6 nochmal ein schwaches Feld produzieren kann. Aber ist natürlich sehr dünn alles. Ne? Ich glaube, das ist alles sehr dünn. Ja, 0-0, könnte hinkommen. Springer G6 hatte ich ja gesagt. Ja, tatsächlich, kein guter Zug. Aber G3. Wieso wollte er jetzt F4 spielen? Und auf den? Warum ist denn jetzt Dame E1 so viel besser als Dame F2? Oh Gott, das sind aber auch wieder. Mal gucken. Dame E1, Springer G6, Dame G3. Und dann komme ich zu, irgendwann komme ich hier zu, ne? Kriege einen Hebel. Ja, okay, das ist nicht schlecht. Aber warum komme ich nach Dame F2 da nicht zu? Jetzt geht er dahin? Warum geht er mit der Dame E1 nicht? Warum geht er mit Dame E1 nicht? Der dahin, der dahin. Ah, wahrscheinlich wegen der E-Linie. Ja, jetzt droht hier direkt mal. Wenn er hier jetzt so ankommt. Jetzt hängt der Springer und dann ist hier schon ein halbes Matt. Okay, das ist der Unterschied, dass ich hier dann noch auf der E-Linie Dynamik habe. Okay, sehe ich ein, verstehe ich. G3, E7, F4, schlägt. So, der war tatsächlich, ja, ist nicht gut, ja. Auch den noch nicht mal sofort spielen. Er kann auch erst so spielen, noch mal ein bisschen mitkontrollieren. Vielleicht mal den König wegbringen. Ja. Ich hatte mir mehr von diesem Hebel versprochen, aber mein Läufer ist tatsächlich ein bisschen schlecht hier, ne? Muss ich sagen. Aber ich glaube nach F mal G. 0-0, die Stellung ist doch der Hammer. So, wer auf den? Ja, schwere Kost. Ah, er kann vielleicht jetzt sogar tatsächlich den spielen, weil die Dame hier irgendwie eine Deckung hat und dann hier vielleicht mit A3 und so. Jetzt muss ich tatsächlich wirklich schon selber aufpassen. Eieieiei. Okay, dann hatte ich ja Glück, dass er den spielt und mir den schenkt. Genau, König D7 hatte ich ja auch gesehen. So, Dame G8. Ja, dann habe ich halt einen F7-Bauern mehr.
Und spiele auch mit G4. Aber jetzt erst den, ne? Damit ich den decken kann. Ja, und dann. Und dann den und den. Und dann spiele ich hier mit potenziellen Freibauern. Noch nicht entscheidend, aber schon ganz gut. Und so gibt er den ab. Ja, jetzt muss er den decken, ne? Auf den. Ja, G6 besser doch. Genau. Ja. Und auf Dame D7. Ja, alles andere ist tatsächlich gar nicht so klar. Deswegen, okay, dann nehmen wir den und fragen nicht weiter nach. Ja? Der Rest war, glaube ich, dann relativ selbsterklärend, dass er nichts machen konnte. Ich meinen Bauern nach vorne schiebe. Ja, wie gesagt, Turm F6 nicht zwingend erforderlich, aber. So, auch hier, Computer gibt das schon, ja, jetzt gibt das doch, ja, unklar. Also ich finde es aus praktischer Sicht immer gut, den König wegzudrängeln. Immer eine gute Sache. Würde das denn irgendwas passieren, wenn ich den jetzt hier schlüge? Hätte er denn irgendwas? Mal abgesehen, achso, dann hat er wieder den. Aber ich sehe hier nicht. Ja, im Zweifelsfall gebe ich den Läufer hier einfach zurück. Ja, ich kriege ja hier auch. Ja, das ist wahrscheinlich in der Praxis das Einfachste. Den einfach abgeben. Den schlagen. Drohen schon Treppenmatt, Turmtausch, den aktiven König und so. Und ja, das gewinnt, glaube ich, von alleine. Genau. Und auf den, dann den. Ist das der Beste? Ja, besser Zug. Tack, tack. Und nichts mehr zu machen, ne? Ja. Ja, mal gucken. Was sagt der Computer? Ich habe eine Ungenauigkeit und zwei Fehler. Das ist akzeptabel. Und mein Gegner hat eine Ungenauigkeit, zwei Fehler, aber zwei grobe Patzer. Das war dann zu viel. Ja, spannende Partie. Hat Spaß gemacht. Freunde, bis zum nächsten Mal.